Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Mass Effect 2. Das letzte Mal haben wir das mit der Kolonie Horizon erledigt. Und ja, jetzt geht's mit der Geschichte weiter. Viel Vergnügen! Commander! Eingehende Nachricht von Admiral Stephen Hackett, Allianz Hauptquartier. Commander Shepard, ich muss mit Ihnen eine heikle Angelegenheit unter vier Augen besprechen. Ich gehe in meinem Quartier ran. Hab ich was verpasst? Ach nee, das ist die Einleitung von dem Deal, von einem der DLCs. Ah, Ankunft, glaube ich, heißt es. Ja, das war cool. Commander, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ich mache es kurz. Wir haben eine Undercover-Agentin im batterianischen Sektor. Sie heißt Dr. Amanda Kenson. Dr. Kenson hat vor kurzem gemeldet, sie sei auf einen Beweis für eine bevorstehende Reaper-Invasion gestoßen. Warum rufen Sie denn mich an? Heute Morgen habe ich erfahren, dass die Batterianer sie verhaftet haben. Sie wird in einem geheimen Gefängnisaußenposten wegen Terrorismus festgehalten. Sie müssen in das Gefängnis eindringen und sie rausholen. Und tun Sie mir den Gefallen und erledigen Sie das alleine. Ich räume der Sache Vorrang ein. Das Gefängnis ist unterirdisch in einem batterianischen Außenposten auf Aratot. Ich lade jetzt die Koordinaten hoch. Sobald sie in Sicherheit ist, überprüfen Sie Ihre Entdeckung. Besprechung nach Ihrer Rückkehr. Verstanden. Hackett Ende. Mache ich jetzt aber garantiert nicht. Denn jetzt, nach den Ereignissen von Horizon, werde ich zuerst einmal ein paar Wörtchen mit der Crew noch reden. Miranda möchte Sie sehen, Commander. Oh, okay. Dann auf zu Miranda. Waren Sie nicht ursprünglich auf Horizon stationiert? Ja. Wäre ich nicht zu Cerberus gegangen, hätte ich die Kollektoren inzwischen verschleppt. Shepard, ich bin in der unangenehmen Lage, Sie um Hilfe bitten zu müssen. Ich bespreche ungern persönliche Angelegenheiten. Aber es ist wichtig. Miranda, Sie gehören zu meiner Crew. Was beschäftigt Sie? Mein Vater war sehr wohlhabend. Er wollte die perfekte Tochter und hat viel Geld dafür ausgegeben, mich genetisch quasi maßzuschneidern. Als ich erfuhr, dass mein Vater mehr an der Kontrolle einer Dynastie interessiert war, als am Großziehen einer Tochter, bin ich gegangen. Und vermutlich hat er sie wieder aufgespürt, richtig? Mein Vater hat es aufgegeben, mich zu verfolgen. Und er ist nicht dumm. Mit Cerberus würde er sich nie anlegen. Aber hier geht es nicht um mich. Ich habe eine Schwester. Wir sind Zwillinge. Und sie verfolgt er immer noch. Dank Cerberus war sie sicher. Bis jetzt. Sie lebt ein ganz normales Leben auf Ilium. Sicher und weit weg von meinem Vater. Sie glauben also, dass Ihr Vater sie aufgespürt hat? Genau, Commander. Meinen Quellen zufolge weiß er, dass sie auf Ilium ist. Ich wollte sie verstecken, ohne Einfluss auf ihr Leben zu nehmen, aber jetzt kann ich das nicht mehr. Er ist schon zu nah an ihr dran. Ich muss die Familie meiner Schwester umsiedeln, bevor es zu spät ist. Was soll ich dabei tun? Mein Vater ist extrem hartnäckig. Ich möchte auf Ilium sein, wenn Cerberus die Familie umsiedelt, um dafür zu sorgen, dass ihr keiner seiner Agenten zu nahe kommt. Mein Kontakt heißt Lanteia. Sie wartet in der Lounge bei der Andockbucht von Nos Astra auf uns. Okay. Also helfen wir der kleinen Schwester.
Aber zuerst gehen wir mal zu unserem guten alten Groganer-Freund. Das Objekt ist stabil, Shepard. Der Anschluss an die Bordsysteme verlief reibungslos. Bereithalten. Ich öffne den Tank und lass ihn raus. Das Cerberus-Protokoll ist eindeutig, wenn es um ungetestete Alien-Technologie geht. Er ist entweder eine mächtige Verstärkung der Crew oder eine Zeitbombe. Ich erledige das lieber gleich. Also gut, Shepard. Die Steuerung ist online. Der Schalter und die Konsequenzen sind Ihnen überlassen. Was für Konsequenzen? Ein Kroganer im Kampf gegen die Kollektoren. Besser kann man es doch gar nicht treffen. Ein Kroganer allein ist schon so viel wert wie eine ganze Armee. Ich bin Commander Shepard und nehme Drohungen sehr ernst. Ich schlage vor, Sie entspannen sich. Nicht Ihren Namen, meinen. Ich bin ausgebildet, ich weiß vieles, aber der Tank. O'Kir konnte keine Verbindung herstellen. Seine Worte sind hohl. Warlord, Vermächtnis, grantiger Frontsoldat. Grunt. Grunt gehörte zu den letzten Worten. Es hat keine Bedeutung. Passt schon. Ich bin Grunt. Wenn Sie Ihr Kommando zurecht haben, beweisen Sie Ihre Stärke und vernichten Sie mich. Wäre Ihnen O'Kir nicht lieber? Oder Vermächtnis? Er ist kurz. Das passt zu der Ausbildung in meinem Blut. Die anderen Worte sind zu groß und ich empfinde nichts dabei. Auch wenn Sie ihn leichter über die Lippen kommen. Ich empfinde nichts für O'Kirs Clan oder seine Feinde. Ich werde tun, wofür ich gezüchtet wurde, kämpfen und den Stärksten ermitteln. Aber seine Prägung ist fehlgeschlagen. Ohne einen eigenen Grund ist ein Kampf so gut wie der andere. Da kann ich auch mit Ihnen anfangen. Ich habe ein gutes Schiff und eine starke Crew, einen starken Clan. Durch Sie würde er noch stärker. Wenn Sie schwach sind und schwache Feinde haben, müsste ich Sie töten. Unsere Feinde sind ihrer würdig, da besteht kein Zweifel. Das ist annehmbar. Ich werde für Sie kämpfen. Freut mich, dass Sie vernünftig sind. Eine Hand zur Freundschaft ausstrecken und in der anderen eine Waffe haben. Clever, Shepard. Wenn ich einen Clan finde, wenn ich finde, was ich will, dann wird es mir eine Ehre sein, ihn gegen sie kämpfen zu lassen. Cool, jetzt haben wir einen Vollblutkrieger, Kroganer. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Okay. Ich habe die Berichte über Horizon gelesen, Commander. Was Sie dort getan haben, war ganz erstaunlich. In dem Bericht stand, dass Kaidan Alenko dort war. Wie ist es gelaufen? Es war schön, ihn zu sehen. Schön, das zu hören. Wie auch immer, wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Haben Sie mal einen Moment Zeit? Für Sie habe ich immer Zeit, Commander. Ich gehe besser. Okay, vielleicht reden wir später miteinander. Thank you.
Und schwupps haben wir weitere Systeme freigeschaltet. Ah, da unten ist das mit dieser Dr. Kenson. Okay. Ja, ja. Würde ich sagen, fangen wir hier an bei Tully. Tully rekrutieren. Finde ich cool, dass die sich uns wieder anschließt. Aber wie immer zuerst mal noch farmen. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Starte Sonde. Total realistisch, wir können durch Sonnen durchfliegen. Ist kein Planet mehr da? Nein, nur noch Heathstone. Aber wir werden zuerst mal noch in das Maat-System fliegen. Da schon wieder durch eine Sonne geflogen. Bei dem kann man auch Outfitwechsel machen. Hier bleiben wir bei Garrison Mordim. Das ist ein heißer Planet. Shepard, unsere Daten besagen, dass sich Tully irgendwo in diesen Ruinen aufhält. Die Geth-Aktivität ist hoch und es besteht Gefahr durch die Umwelt. Die Solarstrahlung hat die schützende Magnetosphäre von Hastrum enorm geschwächt. Aber Tully suchen wir im nächsten Part. Ich hoffe, das Video hat euch bis dahin gut gefallen. Wenn ja, lasst ihm doch einen Daumen nach oben da, teilt fleißig und wenn ihr weitere solcher Videos sehen wollt, dann lasst doch auch ein Abo da. Und im nächsten Video machen wir dann mit Tully weiter. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Sahnenscher Let's Player von nebenan. Tüdelü!